Unser erster Bürgermeister, Dr. Jörg Müller, zuständig für Bauangelegenheiten, hat 2013 an das Bundesfinanzministerium geschrieben. Jetzt schrieb Müller unserem Sender in einer Mail, dass sein damaliges Schreiben mit Erfolg gekrönt wurde. Wird ja auch Zeit bei dem Schuldenstand, den Radebeul hat. Am 7. September kommt sie endlich. Eine Briefmarke? Ja, was hat's denn damit auf sich? Mann, das riecht ja ganz schwer nach einem Thema für unser neues Format. Radebeul TV deckt auf. Hier sind wir richtig, hier müssen wir rein. Es ist ja schon 17 Uhr vorbei, also nach Feierabend. Mal sehen, ob er überhaupt da ist. Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn Sie mir jetzt erzählen wollen, dass Sie da das Architektenblatt lesen, dann haue ich mir heute Abend den Backstein in die Dachpfanne. Ich fasse es nicht, Fix und Foxy. Das ist konfisziert. Das ist Beweismaterial für unser Enthüllungsmagazin Radebeul TV deckt auf. Was wollen Sie denn aufdecken? Ist ja schon Feierabend. Heute habe ich aber kein Baustellenbild für Sie. Herr Scheischer, hören Sie mir überhaupt zu? Herr Müller, Sie sind ja in Berlin aufgewachsen, also in West-Berlin, ich ja in Bayern. Ich nehme an, unsere Helden der Kindheit sind ähnlich, sind vergleichbar. Fix und Foxy? Ja. Donald Duck? Genau. Also, wobei Fix und Foxy war jetzt nicht so mein Hit, habe ich auch gelesen eine Zeit lang, aber ich habe mich dann doch mehr auf die Enten fixiert. Also Donald Duck. Ja. Disney. Kosmos, ja. Donald Duck, genau. Fällt Ihnen noch ein Spruch ein, den Sie so in die Alltagssprache übernommen haben? Naja, dem Ingenieur ist nicht zu schwör. Das liegt Daniel ja, Düsentrieb. Genau, das liegt ja nur nahe als Architekt. Und von daher war das durchaus sozusagen für die Bildung doch schon ganz prägend, auch wenn ich an Dagobert Duck denke. Wissen Sie noch, wie die Brause hieß, die Limonade bei Donald Duck? Ach Mensch, also das... Blubberlutsch. Blubberlutsch. Ja. Na gut, ja. Da gab es ja jemand, der sich das alles hat einfallen lassen. Naja. Genau, das war sozusagen die Dr. Erika Fuchs, das war ja die Chefredakteurin beim Ehapa Verlag, die ja dann dieses Material, was aus Amerika kam, dann ins Deutsche übersetzt hat und durch diese kongeniale Übersetzung hat es dann sozusagen hier diesen großen Erfolg gebracht. Und es wurde ja oftmals auch gerade bei den Entengeschichten dann vom guten Zeichner gesprochen, weil ja das Disney-Studio ein großes Geheimnis draus gemacht hat, wer überhaupt das gezeichnet hat. Damals haben wir ja alle als Kinder gedacht, wohl Disney zeichnet das alles. Mhm. Dem war ja nicht so. Und dann kam erst zu späterer Zeit, da war er, glaube ich, schon pensioniert, heraus, dass das der große Karl Barks war, der damals natürlich nur als guter Zeichner bekannt war. Ja. Herr Rolf Kauker hat ja auch eine ganze Heerschar von Zeichnern beschäftigt. Selber konnte er es überhaupt nicht. Walt Disney hat ja wenigstens die Mickey Mouse wirklich selbst erfunden, war ja bei Kauker nicht so. Der hat es nur entdeckt, aber kongenial verkauft. Hat ja auch mal daneben gelangt bei einer anderen berühmten Figur, Asterix. Den hat er auch mal schon rausgegeben, hat allerdings sich dann mit den französischen Erfindern überworfen. Und dann hat ja Adolf Kabatek, der Geschäftsführer des Ehapa Verlages, zugeschlagen. Und der hat es dann groß rausgebracht. Und was ist, ich habe hier noch was mitgebracht, Tim und Struppi. Kennen Sie auch, nehme ich an. Ja, naja, diese franco-belgische Literatur, die ist ja also durchaus auch in Fix und Foxy erschienen. Ja. Allerdings nicht Tim und Struppi, glaube ich, das waren mehr Schlümpfe und Johann und Pfiffikus und alles mögliche andere. Aber das ist natürlich der Klassiker schlechthin, auch mit dieser klaren Linie, die hier verfolgt worden ist. Und auch Hergé als Pseudonym für seinen bürgerlichen Namen ist ja sozusagen in Belgien inzwischen mit einem Museum geehrt worden. Gibt es nicht sogar schon ein Entenhausen-Museum irgendwo? Ja, richtig. In dem Wohnort von der Erika Fuchs hat also die städtische Gemeinde dort ein solches Museum mit Städtebauförderungsmitteln, deshalb weiß ich das, weil wir ja auch Städtebauförderungsmittel einsetzen, gegründet und errichtet.
Als Mickey Mouse und Fix und Foxy Leser kommt man ja, wenn man mit dem Osten zu tun hat, früher oder später mit Mosaik in Berührung. Und wann war denn bei Ihnen das der Fall? Naja, unsere Familie war ja getrennt zwischen Ost- und Westteil. Die Mauer verlief halt mittendrin. Und da gab es natürlich einen regen Austausch auch bei den Comicheften dann. Und Mosaik war ja für den Normalsterblichen am Kiosk kaum zu ergattern, weil die Auflage war halt schnell vergriffen. Da gab es zwar Atze und Frösi, an die kann ich mich halt auch erinnern. Aber Mosaikhefte habe ich dann über meine Cousine dann zugesteckt bekommen. Ja, bei mir war es ähnlich. Mein Vater stammte aus Dresden, ist ja nach dem Krieg erst nach Bayern gekommen, auch wenn ich dort geboren bin. Aber er hat immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir Kontakt halten zu unserer Verwandtschaft im Osten. Und ich habe natürlich bei jedem Besuch bei der Oma in Dresden Mickey Mouse und Fix und Foxy Hefte rübergeschmuggelt. Und dafür haben mich meine Cousins und Cousinen mit Mosaik versorgt. Und da habe ich ganze Wochen damit verbracht, mich dahin durchzufressen. Wann fing denn die ernste Literatur bei Ihnen an? Nö, ich will ja nun nicht sagen, dass das nicht ernste Literatur ist, aber sozusagen, das war ein schleichender Übergang dann. Das war irgendwie, weiß ich nicht, 5., 6. Klasse so. Karl May, spielt das auch eine Rolle? Karl May spielt eine sehr große Rolle. Karl May verdanke ich es hier, überhaupt hierher zu kommen, denn sonst hätte ich diese Stellenanzeige, die damals von der Stadtverwaltung geschaltet worden ist, die suchen einen ersten Bürgermeister, niemals wahrgenommen. Also ich habe den kompletten Karl May im Schrank. Wahnsinn. Also ich habe vielleicht 30, 40 Bände gelesen und dann hat mich meine Oma hier gezwungen, mehr oder weniger, ist dann mit mir die Straßenbahn hier rausgefahren und hat mich in dieses Indianermuseum gebracht, wie es damals hieß in den 60er Jahren. Mhm. Und da wurde ich dann gleich am Eingang von so einem verstaubten Bären empfangen. Und das hat mir eigentlich, muss ich sagen, den Rest gegeben. Ich habe da dann kein Karl-May-Buch mehr angelangt, weil ich so enttäuscht war von dieser Realität dieses Museums. Sehen Sie, diese Erfahrung ist mir erspart geblieben, weil ich das Karl-May-Museum tatsächlich erst im Jahre 2000 zum ersten Mal besucht habe. Und jetzt sind wir beide hier. Genau. Herr Müller, Sie haben 2013 schon ans Bundesfinanzministerium geschrieben und diese Briefmarke vorgeschlagen. Wieso so weit zurück? Sind Sie so ein vorausschauender Politiker? Naja, erstmal hat es ja mit Politik wenig zu tun. Ich habe ja als Privatperson an das Bundesfinanzministerium geschrieben, weil mir auffiel, dass Rolf Kauker im Jahre 2017 100-jährigen Geburtstag gehabt hätte, wenn er so lange gelebt hätte. Und da habe ich eben 2013 bereits mich dahin gewandt, weil ich dann auch recherchiert hatte, dass also auch normale Bürger dort Vorschläge einreichen können. Daraufhin habe ich auch eine Eingangsbestätigung bekommen und wo darauf hingewiesen worden war, dann gleich, dass sozusagen über den weiteren Verlauf nichts weiter mitgeteilt wird und man sich dann 2 Jahre später, also 2015, kommt dann eine Kommission zusammen und entscheidet über das Ausgabeprogramm 2017. Da habe ich dann nachgeguckt und festgestellt, dass sozusagen mein Vorschlag aufgenommen worden war, wobei ich natürlich nicht weiß, ob vielleicht noch andere eine Fix- und Foxy-Marke vorgeschlagen haben. Zwischenzeitlich hatte ich allerdings ein Schreiben eines Referenten oder Geschäftsführers der Jugendmarke, der mir mitgeteilt hatte, dass dieses Vorhaben auf fruchtbaren Boden gefallen ist, sodass ich schon eine gewisse Erwartungshaltung hatte, dass es dann tatsächlich 2015 zu dieser Entscheidung auch kommt. Wer glaubt, die Beamten des Bundesfinanzministeriums seien nur dazu da, unsere verschrumpelten Geldscheine zu bügeln, damit sie sich in den Geldautomaten nicht verheddern, weiß noch nicht alles. Nein, des Bundesfinanzminister Schäubles Truppenteile kümmern sich auch um die Gestaltung von Briefmarken. Ja, da sind schöne Sachen dabei. Möchte man gar nicht glauben, dass Beamte solche Ideen haben. Jedes Jahr kommen etwa 50 neue dazu. Die Anregungen dazu geben auch Bürger, wie unser Baubürgermeister Müller. So kam der Diplomdesigner Professor Wilfried Korfmacher mit seiner Agentur Zeichenverkehr zu dem Auftrag, sich über Fix und Foxy Gedanken zu machen.
Das Motiv der Füchse auf dem Surfbrett stand fest. Die Variation war also begrenzt. Korfmachers Designer konnte nur ein wenig mit den Hintergrundfarben spielen. Hier eine Variante mit blauem und eine mit gelbem Hintergrund. Aus der auserwählten Variante in grün wurde die Produktfamilie entwickelt. Eine gezähnte Marke, eine ungezähnte, das Ersttagsblatt, der Zehnerblock und der Ersttagsstempel. Fix und Foxy sind die Hauptfiguren der bekanntesten Comicserie im alten Westdeutschland. Zwischen 1953 und 1995 wurden bis zu 400.000 Hefte pro Woche verkauft. Die Zeichentrickserie wurde seit 2000 in 30 Ländern ausgestrahlt. Die in München ansässige Vertriebsfirma versorgte uns freundlicherweise mit diesem Material. Fix und Foxy Hefte werden noch heute im Internet gehandelt. Fix und Foxy als Briefmarke zum 100. Geburtstag von Rolf Kauka, herausgegeben am 7. September, dem Tag der Briefmarke. Ein Erfolg unseres Radebeuler Baubürgermeisters Dr. Jörg Müller.